Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die letzten Tage, die letzten Wochen waren geprägt von einem Machtkampf zwischen CDU und CSU zu Lasten Einzelner, zu Lasten der Demokratie und auf dem Rücken von Menschen. Und ich fand es sehr spannend, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder jetzt gesagt hat, wir müssen auf Format und Stil achten. Da muss ich sagen, da hat er mal recht. Die Frage ist ja nur, wen er eigentlich damit meint. Wir im Haushaltsausschuss jedenfalls, wir diskutieren und debattieren sachlich, kollegial und auch fair. Wir sorgen dafür, dass Deutschland gut regiert wird, dass die Weichenstellung stimmt. Und bei uns kommt jedenfalls am Ende auch ordentlich was raus. Viel Gutes, was den Menschen nutzt und den Menschen hilft. Und so will ich als Hauptberichterstatter für den Einzelplan 06 nicht versäumen, allen Mitberichterstattern auch herzlich zu danken für die gute Zusammenarbeit, insbesondere Klaus-Dieter Gröhler von der Union, weil wir ja auch mehr Zeit miteinander verbracht haben als alle anderen. Aber auch Danke sagen an das Bundesinnenministerium und natürlich bei Olaf Scholz und seiner Mannschaft, stellvertretend hier Bettina Hagedorn. Ja, wir Haushälter, wir helfen mit einzulösen, was im Koalitionsvertrag besprochen wird. Für uns als SPD ist ein handlungsfähiger Staat durch nichts zu ersetzen. Deshalb gilt für uns gerade im personalintensiven Innenbereich der Dreiklang Stellen schaffen, Stellen heben, Stellen entfristen. Im Rahmen unserer Haushaltsberatung bekommen die Sicherheitsbehörden im Geschäftsbereich Bundesinnenministerium zusätzlich 3.800 Stellen. Davon haben wir allein in der Bereinigungssitzung über 1.800 Stellen zusätzlich auf den Weg gebracht. Das ist gut für die Bundespolizei, das ist gut für das Bundeskriminalamt, für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und viele andere. Das ist aber vor allem auch gut für die Sicherheit der Menschen im Land. Und nicht zu vergessen, wir helfen den Bereitschaftspolizeien der Länder bei notwendigen Anschaffungen für Fahrzeuge mit zusätzlichen 10 Millionen Euro. Und wir stocken das KfW-Programm Kriminalprävention Einbruchssicherung noch mal um 15 Millionen Euro auf, weil die Nachfrage so groß ist und wir möglichst niemanden enttäuschen wollen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schaffen wir 1.500 zusätzliche Stellen und entfristen 4.500 Stellen. Das ist gut für die Beschäftigten, das ist aber auch gut für die Qualitätssicherung und Verbesserungen bei den Entscheidungen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich meine, wir brauchen nicht nur schnelle Entscheidungen, sondern wir brauchen auch Entscheidungen, die gründlich erarbeitet worden sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stärken auch den Katastrophenschutz. Das THW erhält zusätzlich 120 Stellen und auch hier entfristen wir deutlich 74 Stellen ganz genau. Und dasselbe nicht ganz in diesem Ausmaß, aber eben auch beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK. Beim THW gibt es weitere Gelder. Der Kollege Gröhler hat darauf hingewiesen, nahezu 5 Millionen Euro. Unsere Beschlüsse drücken Dank und Wertschätzung aus für alle Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, die für unsere Sicherheit sorgen und die helfen, wenn andere in Not geraten und auf Unterstützung angewiesen sind. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle, die sich da beteiligen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, überhaupt stärken wir Demokratie und auch den Kampf gegen Antisemitismus. Die Bundeszentrale für politische Bildung stärken wir, genauso wie die politischen Stiftungen und den Beauftragten für jüdisches Leben und Kampf gegen Antisemitismus. Er profitiert ebenfalls 1 Million Euro mehr und zusätzliche 11 Stellen. Das ist gut und leider, leider notwendig. Ich will auch hervorheben, dass die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zusätzliche Stellen erhält. Das ist ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger, dass wir den Datenschutz stärken. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der Baubereich gehört ja zum Einzelplan 06. Ich will sagen, dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben beim Thema Baukindergeld. Das ist jetzt konkretisiert und schafft Planungssicherheit. Wir finden es auch gut,
dass die Förderung des Städtebaus auf hohem Niveau fortgeschrieben wird. Und der soziale Wohnungsbau, der der SPD besonders wichtig ist, für 2019 eine weitere 500 Millionen mehr bekommt. Das ist gut so, denn die Wohnungsfrage ist vielerorts zu einer ganz entscheidend wichtigen sozialen Frage auch geworden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir unterstützen auch die Reform des Spitzensports mit zusätzlichen 23 Millionen Euro, die wir in der Bereinigungssitzung auf den Weg gebracht haben. Da ist viel Gutes dabei. Ich denke, meine Kollegin Dagmar Freitag wird noch darauf eingehen. Aber ein kleiner Posten war uns ganz besonders wichtig. Und das ist die Einrichtung einer unabhängigen Athletenvertretung in Deutschland. Eine ganz, ganz wichtige Grundsatzentscheidung zugunsten mündiger und kritischer Sportlerinnen und Sportler. Und ehrlich gesagt, ich kann gar nicht verstehen, warum die Sportpolitiker der Union da doch so lange auf der Bremse standen. Der Etat stimmt, auch bei der NADA ein wichtiges Zeichen gegen Betrug im Sport. Jetzt kommt es auf Sie an, Herr Minister Seehofer. Man mag Ihnen zurufen, an die Arbeit. Wir brauchen die Umbaupläne für das BAMF. Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, einen Masterplan für mehr sozialen Wohnraum und bezahlbare Mieten. Wir erwarten, dass nicht immer neue Ängste geschürt werden, sondern die Sicherheit und auch das Sicherheitsgefühl der Menschen im Land verbessert wird. Der Koalitionsvertrag muss abgearbeitet werden. Dafür haben wir ihn ausgehandelt. Also packen Sie es an. Genügend Geld ist auf jeden Fall da. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Viktor Perli, Fraktion Die Linke.